Weiß nicht, ob ich hier vielleicht so einen Balken reinziehen soll. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich. Dann brauche ich jetzt tatsächlich mehr Fichtenholz. Da machst du nichts. Da machst du nichts. Dann. Ups. Lass mal hier die Fichten mitnehmen, die ich da irgendwann mal reingehauen habe. Stimmt, irgendwann war ja, glaube ich, ursprünglich mal die Idee, dass die Baumfarm eigentlich hier irgendwo hinkommen sollte, ne? Ja. Das hat sich mittlerweile alles relativiert. Aber das Gute da ist, dass wir deswegen jetzt hier noch so ein paar Bäume rumstehen haben, die wir da wegzimmern können. Echt jetzt? Alter, wir hören zum ersten Mal jetzt tatsächlich die Asterix-Tempel-Musik hier. In der richtigen Playlist, nachdem ich die aus der Battle-Playlist rausgenommen habe. Wo sie definitiv nicht hingehörte. Das ist ja auch geil. Dass wir die jetzt endlich mal richtig erleben können hier. Gefällt mir. Die sind schon nervig, die Bäume. Die wachsen gerade so hoch, dass es dann nicht mehr reicht. So. Ich überlege gerade, wo ich die jetzt einfach auch hier wieder anpflanzen soll. Weil ich befürchte, die Baumfarm da hinten wird wahrscheinlich gerade nicht wachsen, weil ich zu weit davon weg bin, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber schon. Oh mein Gott. Geh wieder auf den Sack. So. Ja, ich glaube, wir pflanzen den ganzen Scheiß einfach mal hier wieder an. Aber dann ein bisschen näher hier vorne, damit ich da nicht so weit laufen muss. So. Dann haben wir das. Kann ich noch ein paar Settings haben vielleicht? Ist das möglich? Saplings, please. Nein? Na gut. Ja, einer. Zwei. Vier. Wow. Let's go. Let's go. Ah, Schaf. Die nehmen wir direkt mit. Moment. Erstmal bauen wir die Dinger jetzt noch hin. Ach, das sind doch die Alpha-Bäume. Naja. Die Alpha-Bäume müssen wir auch immer mal ausrotten. Ich hab's Baum wieder abgelegt, ne? Na, ich voll Idiot. Das ist wieder typisch. Das ist auch wieder. Das ist so typisch Alpha-Terrain, ne? Einfach so ein Sandloch drin. Ja. Man merkt halt schon, dass die Welt Alpha generiert ist hier. Das merkt man schon. Aber ist auch okay. Das ist auch okay. Das war ja so ein Zweck der Sache. Und wenn wir nämlich hier mit unserem Hafen fertig sind, können wir nämlich einfach darüber scheppern und in die Beta-Welt rein. Das ist nämlich ganz geil. Und mit dem Boot sollte das auch einigermaßen schnell gehen dann. Von daher. Ja, warum nicht? So. Dann machen wir das jetzt hier mal genauso. So. Auch die Bricks fehlen mir, muss ich sagen. Nur die Stone Bricks. Die hätte ich eigentlich echt gerne. Aus denen könnte man solche Sachen auch gut bauen. Ein bisschen schade, dass wir die noch nicht haben. Aber gut. Machst du halt auch nichts. So. Und jetzt ist der Plan nämlich quasi, dass das hier sozusagen dann eben diese Einfahrtsbunker oder wie auch immer man das dann nennen möchte sind. So. Wie tief sollen wir die machen? Ja, ich würde sagen, eine Reihe setzen wir noch drauf. So. Und dann machen wir hier auf die Ebene mal. Einfach dann quasi Gang. So. Die Überlegung war halt,
Habe ich. Ne, ich habe keine Treppen dabei. Okay. Zieh das mal hier so runter. So. Gut, das können wir hier innen ja trotzdem abgrenzen. Wobei jetzt die Frage ist. Ob wir das mit dem Holz abgrenzen oder nicht. Ne, ich glaube es ist so besser. Ich glaube es ist so besser. Hier würde ich es offen lassen, glaube ich sogar. Aber nicht komplett offen. Und nicht mal, dass, nicht mal, dass man durchschippern kann. Sondern so, dass man quasi einen Weg dazwischen hat. Aber dann müssten wir das da auch machen. Ja, wobei, wir können auch einfach, warte mal, die hier weglassen. Und das nur 3 breit machen. Das sieht auch besser aus als 5 breit, glaube ich. Ja, ist okay. Das ist okay. Ich brauche mehr Holz. Ich habe kein Holz mehr. Blöd. Dann bauen wir. Zack. Dann können wir auch gleich mal das eine Schaf hier weiß machen. Wo ist denn das gerade hin? Da vorne. Na, wir schlagen hier gerade 2, 3 Fliegen mit einer Klappe gleichzeitig. So. Denn Wolle brauchen wir für unseren Keller. Und na, der Hafen ist halt das andere Projekt. Also eigentlich schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ja. Muss auch reichen, ne? Ich meine, die armen Fliegen. Was sollen das? Die armen Fliegen. So. Wie lange leben solche Fliegen eigentlich nochmal? So Hausfliegen. So, man nennt die ja Eintagsfliegen, aber die leben doch nicht wirklich nur einen Tag, oder? Weil dann müssten die eigentlich schon. Dann dürften die mir gar nicht so sehr auf den Sack gehen, weil dann müssten die ja quasi, ne, ich sehe sie an einem Tag, am nächsten Tag sind sie tot. So. Aber so ist es ja irgendwie nicht, oder? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es verschiedene Arten von Fliegen. Manche sind halt welche, die wirklich nur einen Tag leben und manche leben halt deutlich länger. Oh, der ist groß geworden. Da werde ich mich wieder hochbauen müssen, safe. Jo. Na gut. Ja, weiß ich nicht. Müsste ich eigentlich mal recherchieren, dass verschiedene Arten von Fliegen sind, weil, also, einen Tag leben die definitiv nicht. Das ist definitiv länger. So. Es wird schon wieder düster, ne? Ja, gut, komm, dann gehen wir nochmal schlafen. Ist auch lustig, ne? Das Ganze hat irgendwie angefangen, da ich eigentlich das Lagerhaus da irgendwie gescheit mit einbeziehen wollte. Und stattdessen baue ich jetzt ein neues Gebäude, was dann auch wieder einzeln irgendwo in der Gegend rumsteht. Was ist eigentlich los mit mir, Mann? What the hell? Ja. Weiß ich auch noch nicht ganz, ob das gut wird, Leute. Das weiß ich auch noch nicht so ganz. So. Apropos, ob das gut wird. Oder was heißt? Naja, keine Ahnung. Komische Überleitung. Chef der Überleitung hat gerade mal kurz versagt. Soll vorkommen, passiert den Besten. Auch mir. Was ist denn mit euch wieder? Das ist mein Vorgarten. Nein, mein Rückgarten. Mein Garten. Egal, geht weg da. Ich habe mir letztens auf Amazon einen ganzen Stapel Blu-rays bestellt. Habe ich, glaube ich, erzählt in einem der letzten Parts. Und die sind mittlerweile auch alle angekommen. Ich glaube, das sind jetzt irgendwie so 13, 14 Filme gewesen oder so. Also, ja, schon eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Schon. Es hat sich gelohnt, sagen wir es mal so. Und ich habe die mittlerweile jetzt alle digitalisiert, auf meinen NAS drauf gesteckt. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass mein NAS nur noch 1, irgendwas Terabyte Speicher frei hat. Ja, nur noch 1 Terabyte. Aber tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, 1 Terabyte ist halt so schnell weg. Ne? Also alleine ein paar 4K-Filme. Jeder 4K-Film so 60 GB. Manche, wie die Herr der Ringe Extended Edition, ist auch einfach ein Film so 100 GB. Also wirklich ungelogen. Ich glaube, Herr der Ringe, die Extended-Filme, sind zwischen 110, 115 und 140 GB groß, die 3 Teile. Jeweils. Also das ist absolut krank.
was die an Speicher fressen. Die kommen auch auf zwei 4K-Scheiben daher, weil die auf eine nicht draufpassen. Na, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine 4K-Disk hat 100 GB Speicherplatz. Die kommen auf zwei, weil sie auf eine nicht draufpassen. Das ist absolut insane. So, packen wir das hier weg, bitte. Das ist absolut insane. Ich brauche mehr Cobblestone, genau. Wo kriege ich denn jetzt Cobblestone möglichst schnell her? Bei uns in der Bude ist noch ein bisschen, ne? Ich hätte den jetzt gleich holen sollen, als ich jetzt gerade da rumgeturnt bin. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das war jetzt wieder ein bisschen blöd. Wieso ist eigentlich hier so ein Loch in meinem Garten? Das könnte ich eigentlich auch mal fixen, oder? Aber guck mal, ich habe ja nicht mal das Holz da ordentlich runtergezogen. Ich glaube nicht, dass das hier tatsächlich so geplant war. Ist da vielleicht mal irgendwie ein Creeper hochgegangen? Nee, aber Creeper machen im Wasser ja keinen Schaden, haben wir gelernt. Es sei denn, das war früher in der Alpha-Version irgendwann noch anders. Ah! Ich weiß, was hier passiert ist. Da ist mein Dings eingesackt. Mein Vorgarten eingesackt. Das ist übrigens auch nicht so geil irgendwie, ne? Da war ja die Höhle drunter. Ergibt Sinn. Ja, jetzt muss ich mir jedenfalls Gedanken machen, wie ich wieder Speicher auf mein NAS bekomme. Einerseits... Einerseits könnte ich einfach ein paar von den alten Displays wieder löschen. Andererseits könnte ich eine neue Festplatte reinstecken. Na, dann hätte ich auch wieder ein bisschen mehr Speicher. Die Sache ist, die eine Festplatte, die ich noch hier rumliegen habe, die ich damals extra quasi mehr oder weniger zu viel gekauft habe, habe ich eigentlich aufgehoben, falls mal eine von den Platten verreckt. Ne? Ich habe das NAS damals 2020 gebaut. Der läuft jetzt seit 4 Jahren quasi mehr oder weniger im Dauerbetrieb durch. Das ist eigentlich erstaunlich, dass die Festplatten immer noch leben, weil, keine Ahnung, es sind halt keine speziellen NAS-Festplatten, was ich da gekauft habe. Das sind einfach nur reine Desktop-Festplatten. Von daher wundert es mich echt, dass die so anstandslos noch funktionieren. Ich habe bisher kein Smart Error auf nur einer einzigen Platte gehabt. Ne? Also keine einzige Platte, die mal einen Lesefehler oder irgendwas in der Art hatte. Das ist wirklich einigermaßen beeindruckend eigentlich. Aber gut, es sind halt auch erst in Anführungsstrichen 4 Jahre. Ne? Also ich würde jetzt noch keinen Freudentanz für aufführen, aber es ist trotzdem schon mal eine Hausnummer. Und ach, ich wollte doch die Treppen direkt mitnehmen, ich Depp. Das ist wieder typisch. Ja, was ich hiermit so mache, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Im Endeffekt muss ich das hier, glaube ich, noch höher weiterziehen. Ich glaube, 3 breit sollte uns eigentlich reichen. Im Endeffekt möchte ich auf jeden Fall diese Platte halt eigentlich übrig haben, falls mal irgendeiner verreckt, eine von den Platten, dass ich die dann instant austauschen kann. Na, eine Cold Spare Platte. Aber eventuell werde ich die auch einfach nehmen und noch dazu stecken und das Raid erweitern. Mal gucken. Ich denke aber, ich werde eher hergehen und einfach noch ein paar von den alten Displays löschen. Weil, ja, die... Ah ja. Die braucht... Hallo? Hallo? Danke. Die braucht man eh nicht unbedingt aufheben. Kann auch eigentlich die ersten Parts von Minecraft schon wieder löschen, muss man sagen. Ne? Die muss ich auch nicht aufheben bei mir auf der Platte. Die brauchen nicht bei mir auf der Platte rumliegen. Ich glaube nicht, dass das ein Projekt ist, wo ich später unbedingt nochmal in die original geschnittenen Dateien reinschauen muss. Ne? Ich meine, die Rohdaten hebe ich sowieso nicht auf. Kann ich gar nicht. Viel zu viel Platz. Das kannst du vergessen. Ja, okay. Jetzt muss ich das hier doch auf jeden Fall eben bauen, weil das ist ansonsten irgendwie Schwachsinn. Und die original geschnittenen Daten muss ich dann auch nicht aufheben, weil die liegen ja halt auf YouTube. Klar, nicht mehr in Originalqualität, aber ganz ehrlich, für das, was ich damit vielleicht irgendwann mal machen würde, reicht es dann wohl absolut aus, die Qualität, die wir auf YouTube dann haben. Von daher... Nein! Denke ich, werde ich da einfach mal wieder ein bisschen aufräumen. Aber ich muss sagen, ich tue mich einfach wirklich immer auch sehr schwer damit, dann da wirklich löschen zu drücken. Na? Ich tue mich da wirklich sehr schwer damit. Ich könnte natürlich theoretisch auch hergehen, einfach eine Menge Zeit und Energie aufwenden und die ganzen Blu-ray-Filme, die ich halt gerippt da rumliegen habe, ein bisschen runterkomprimieren. Na? Dass die weniger Speicher wegnehmen. Aber dann sind die halt erstens nicht mehr in Originalqualität, was ich nicht möchte, weil die Filme sollen schon in ordentlicher Qualität halt vorliegend sein. Und andererseits wird das halt wirklich so lange und so viel Energie kosten. Junge, das macht gar keinen Sinn. Also...
einen so einen Film in ordentlicher Qualität quasi durchzurendern. Dafür wird mein Rechner wahrscheinlich ein paar Stunden laufen. Für einen einzigen Film. Ich habe da mittlerweile wahrscheinlich so 70 Filme drauf liegen oder sowas. Das heißt, nimm einfach mal so ein paar Stunden mal 70. Ja. Das ist nicht wirklich praktikabel. Und wie gesagt, dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie viel Stromkosten dafür draufgehen würden. Also da könnte ich meinen Rechner einfach mehrere Wochen durchlaufen lassen. Das ist schon heftig, wenn man darüber nachdenkt. Ja, und allein auch den ganzen Aufwand, dass sich jedes Mal die ganzen Files da reinzuladen. Ich meine, man kann sich irgendwie ein Skript basteln, was das automatisiert. Alles wegzimmert. Das könnte ich schon auch machen. Es gibt auch bestimmt vorgefertigte dafür, die man einfach runterladen kann. Boah, aber dann müssen wir erstmal Tests machen, quasi wie man quasi das Beste aus KU-Qualitätsverlust und trotzdem Speichergewinn quasi hat. Und ja, die ganze Zeit möchte ich echt nicht reinstecken. Da lasse ich es lieber einmal im Originalformat da rumliegen und Judas. Na, dann habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen Qualitätsverlusten oder sowas. Da wäre das in der Theorie nicht so wild, wenn es, ich sag mal, so im Rahmen hält, dass man es gar nicht sieht, wirklich den Unterschied. Ist es eigentlich egal, weil ich ja die Originaldaten auf der Disk noch habe. Also wenn ich irgendwann mal das Original doch noch aus irgendeinem Grund haben möchte, hätte ich es ja da. Aber nee. Da bin ich so ein bisschen Purist. Das möchte ich mir nicht kaputt komprimieren, ehrlich gesagt. Das möchte ich einfach in Originalqualität haben. Auch einfach, weil ich dem Ganzen nicht traue, dass man das dann nachher nicht dann doch in irgendwelchen Stellen sehen würde. Ist einfach so. Von daher, ja, werden wahrscheinlich demnächst mal wieder ein paar Let's Plays dran glauben müssen. Das so als Update zu meiner Speichersituation. Vielleicht muss ich halt auch irgendwann mein NAS mal upgraden, dass ich vielleicht... Ich habe ja jetzt gerade, ich glaube 5, 6 Terabyte Platten habe ich drin. Und eine von denen ist quasi als Parity-Platte, also halt als Reserve sozusagen, falls eine stirbt. Das heißt, 4x 6 Terabyte habe ich gerade da drin. 24 Terabyte, ist das richtig? Vielleicht habe ich auch nur 4 Platten drin und eine von denen ist Parity, dann habe ich nur 3 Platten quasi. 3x 6 Terabyte für 18. Bin mir nicht ganz sicher, eins von beidem. Vielleicht, ich glaube, es sind eher 18 Terabyte. Ja. Ich könnte natürlich die 6-Terabyte-Platten einfach nehmen, austauschen durch 10-Terabyte-Platten zum Beispiel. Aber die sind halt arschteuer. Nein! Warum ist da schon wieder das andere Holz? Wer legt denn immer das andere Holz dahin? Wird wahnsinnig. Jetzt habe ich es doch komplett aus dem Holz gebaut, ne? Naja. Naja. Okay, jetzt muss ich hier mal ein bisschen gucken langsam, was ich hier eigentlich baue. Und nehme es mir nicht übel, ich habe keinen Plan, was ich hier baue. So, das hier unten ist ja quasi Ausstieg. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie auch eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Wir könnten... dieses Ding hier an der Seite dafür verwenden, theoretisch. Dann baue ich jetzt eine Ebene höher. Und dann bauen wir hier eine Treppe rein. Das ist nicht blöd. Nee, stopp, die war eigentlich richtig. Weil das ist ja Wand. Genau. So. Dann würden wir das nämlich so machen. Und so. Goddammit. Dann muss ich da unten die eine Ebene gleich wegruppen. So. Das ist hier ein bisschen beengt, aber das ist eigentlich okay. Man
Das ist ein Hafen, ne? Das muss jetzt nicht gigantisch viel Platz überall haben. In sich. Dann machen wir das Wasser hier weg. So. Ups. Wir können hergehen. Und das hier auch einfach nur zwei breit lassen. Dann können wir diese Reihe hier nochmal rausnehmen. Also ich würde das ganz gerne... Also der Witz ist, was ich hier gerade bauen möchte, ist eigentlich, dass das hier an die Seite hin so ein bisschen abflacht, damit es nicht ganz so massiv riesengroß wirkt. Da freuen wir uns ja schon, ne? Also, ne? Und dann soll man von hier außen da drauf laufen können. Dann soll da oben so ein bisschen Area noch drauf kommen quasi. So Verwaltungsebene und so weiter quasi. Und... Das hier soll halt so ein bisschen abgeflacht sein, ne? Genau, und wenn man halt wenn man halt hier landet, ne, dann müsste man halt von hier auch irgendwie da hochkommen. Das heißt, dann wäre die Idee einfach, hier so eine Treppe reinzubauen. Zum Beispiel. Das heißt aber, ich müsste hier eigentlich im Endeffekt das Ganze abschließen. Erstmal. So. Ich müsste mir jetzt halt mal Treppen besorgen, glaube ich. Da würde ich jetzt nicht unbedingt drum rumkommen, wahrscheinlich. Treppen müsste ich noch in meiner Bude liegen haben, glaube ich. Nicht mehr so krass viele, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja. Danke für den Boost. Ich weiß nicht, ob ich die hier mal rausgeräumt habe. Nö, ganz im Gegenteil, ich habe die hier mal reingeräumt, das ist ja optimal. Das ist ja optimal. So. Ich weiß noch nicht, ob wir den Mossstone wirklich da hinten dann einbauen wollen. Wir haben halt nicht unendlich viel, ne? Das Problem mit dem Mossstone ist halt, dass es eine begrenzte Ressource ist. Wieso bin ich jetzt nicht schlafen gegangen eigentlich gerade? Bin ich dumm? Schon so ein bisschen, ne? Ach stimmt, Spinnen sind schneller als ich. Das habe ich vergessen. Sind die einzigen Mobs, die mich im Laufen einholen können. Das ist schon ätzend. Stairs. So, jetzt wäre nämlich der Punkt. Man geht quasi da drauf. So. Na gut, komm. Nee. So. Jetzt ist die Frage, soll man diesen Bereich für irgendwas nutzen können? Nö, eigentlich nicht. Ups. Nee. Ah ja. Alter! Wie nächstes Essen dabei. Scheiße. Gut, ich baue das jetzt erstmal nicht komplett stabil zu. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das können wir dann später machen, falls wir das wollen. Weil spawnen kann da eh nichts. So. Ist halt quasi von innen gesehen toter Space. Aber was soll's. So. Jetzt ist halt die Frage. Hier einfach gerade Wand? Shit. Ja, wobei, ist eigentlich nicht so wild, oder? Ist eigentlich okay sogar, weil... Ja, nee, sieht irgendwie schon scheiße aus, oder? Weil das hier steht nicht rein.
aus. Das passt auch mit denen hier irgendwie nicht. Ah, das ist irgendwie, das sieht irgendwie nicht so gut aus gerade. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Machen wir ein bisschen Licht hier. Wieso habe ich das hier 4 breit gemacht? War das Absicht oder war das Totalversagen? Ne, es war Absicht wegen den Zweierbogen hier. Ja, das war so eine Mischung, würde ich sagen, aus Absicht und Totalversagen.